Hallo, heute möchte ich euch mal ein Rezept zeigen, was mein Vater schon damals immer gekocht hat und was mir wahnsinnig gut geschmeckt hat. Und zwar Pelmenis. Dazu habe ich jetzt angesetzt eine Brühe und zwar nur aus blanken Maiknochen. Maiknochen, Suppengemüse oder Suppengrün, Pfefferkörner, Salz. Das, was jetzt hier oben so schwimmt, das ist Majoran. Der kommt aber ganz zum Schluss rein und zwar dann, wenn die Brühe fertig ist. Also die Brühe kochen, aus Maiknochen kein anderes Fleisch reinmachen und dann, wenn das fertig ist, dann Majoran reinmachen. Dann habe ich Nudelteig vorbereitet. Man sieht schon, dass der sehr dünn ausgerollt ist. Selbstgemachter Nudelteig, selbstverständlich. Dann werden Kreise ausgestochen und in diesen Kreisen kommt dann eine Mischung von Mett rein. Das zeige ich euch dann. Ich bereite jetzt erstmal nur die Kreise vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier seht ihr also, den Nudelteig habe ich jetzt schön ausgestochen. Dann kommt so ein größerer Teelöffel Mett rein. Dann wird das ganz normal, das geht jetzt ein bisschen schwer, einmal so zusammengeklappt. Mit ein bisschen Wasser die Ränder befeuchtet, damit der Nudelteig besser klebt. Da wird es zusammengedrückt und dann wird es einfach nur so immer so umgedreht. Ja, dann habe ich noch was vor. Ein paar habe ich schon gemacht. Und ich habe auch schon welche hier drin, um zu gucken, ob der Teig, ja, wie soll ich sagen, ob er würzig genug ist. Ich meine, man könnte trotzdem nichts mehr groß ändern, aber ist alles gut, alles schick. Die Mettmasse ist auch würzig genug. Und wenn dann alles fertig ist, dann zeige ich euch das Ergebnis nochmal. So, die Pelmenis sind fertig. Es duftet hervorragend. Und ups, jetzt ist es sehr hell. Sekunde. Ah, so ist es besser. Ja, das Rezept werde ich unten in der Infobox reinschreiben. Und wenn ihr es ausprobiert, dann guten Appetit. Und tschüss.